Wir denken weiter darüber nach, was ist Verwaltungsrecht, und nachdem wir besprochen haben, was Recht ist, gehen wir jetzt zu der Frage, was ist denn Verwaltung? Und da denke ich in den Kategorien der Gewaltenteilung. Wir haben die Legislative, also den Gesetzgeber, wir haben die Exekutive, das ist die ausführende Gewalt, und wir haben die Judikative, das ist die richterliche, die rechtsprechende Gewalt. Legislative in diesem unserem Lande, im Land NRW, der Landtag NRW, auf Bundesebene der Bundestag. Judikative interessieren uns jetzt hier die Verwaltungsgerichte, ebenso die Sozialgerichte im Bereich der Sozialverwaltung. Und Exekutive sind alle Behörden, die dazu berufen sind, das, was die Legislative geregelt hat, auszuführen. Und wenn wir über Verwaltung reden, dann reden wir über den Bereich der Exekutive. Und wenn man nach Verwaltungsdefinitionen sucht, dann gibt es einmal diese, sehr charmante, dass man sagt, Verwaltung ist die Staatsgewalt, die nicht Legislative und nicht Judikative ist. Grandios. Das bringt uns entscheidend weiter. Wir müssen jetzt nur noch klären, was ist denn Legislative und was ist denn Judikative und was ist Staatsgewalt. Wir sehen, das ist so eine von diesen Definitionen, die verlagern das Problem auf eine andere Abgrenzungsebene. Aber tatsächlich können wir jetzt vom Prototyp her erstmal unterscheiden. Verwaltung ist nicht Gesetzgebung, sondern Gesetzesausführung. Verwaltung ist nicht rückblickende Überprüfung der Richtigkeit von Entscheidungen, sondern das Treffen richtiger Entscheidungen. Das hilft erst einmal etwas weiter. Der Gesetzgeber ist in der Verfassung festgelegt, das ist das Parlament, das ist die Legislative. Es gibt allerdings im Landtag auch Exekutivfunktionen, in der Landtagsverwaltung beispielsweise, das ist auch Behördennatur dann. Die Judikative, das ist die Gerichtsbarkeit, die die Entscheidungen der Exekutive überprüft. Auch bei der Gerichtsbarkeit gibt es aber auch Behördenfunktionen, nämlich beispielsweise der Präsident des Gerichts, der das Hausrecht ausübt beispielsweise. Aber grundsätzlich kann man die schon recht klar unterscheiden, und die Beziehungen sind so, dass die Exekutive nach Artikel 20 Absatz 3 der Legislative unterworfen ist. Sie ist an Recht und Gesetz gebunden. Und Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz sagt, dass die Entscheidungen der Behörde gerichtlich überprüft werden müssen. Ja, so ist erst einmal die Stellung der Verwaltung im Gefüge der Staatsgewalten. Wir haben im letzten Video allerdings auch schon gesehen, dass es hier Wechselbezüglichkeiten gibt. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass auch die Exekutive Gesetze erlassen kann, nämlich Rechtsverordnungen oder Satzungen. Wir wissen auch, dass, oder vielleicht noch nicht, dann ab jetzt, dass die Exekutive auch eine Selbstkontrollfunktion hat, nicht nur zwischen einzelnen Funktionen in der Verwaltung, sondern auch in Form des Widerspruchsverfahrens, was in NRW weitgehend abgeschafft ist, aber wo es ein Rechtsbehelfsverfahren gibt, was dem gerichtlichen Verfahren vorgelagert ist und wo die Behörde erst einmal eine Selbstkontrolle durchführen soll. So, das ist die Verwaltung im Gefüge der Staatsgewalt. Wenn wir jetzt noch mal überlegen, was ist denn Verwaltung, dann gibt es nicht wirklich eine klare Definition. Diese Negativdefinition, die sie abgrenzt von Legislative und Judikative, habe ich gerade genannt. Aber es gibt jetzt nicht eine griffige, einvernehmlich festgelegte Definition, was Verwaltung ist, sondern es gibt eigentlich eher so etwas wie Beschreibung. Ja, und die Beschreibung geht dann dahin, Verwaltung ist erst einmal Gestaltung des sozialen Zusammenlebens. Es ist also wirklich ein gestaltendes Element, und da wir in einem Rechtsstaat sind, findet die Gestaltung auf dem Boden des Rechts statt. Das heißt, es ist Rechtsanwendung vom Typischen her. Es ist Ausführung dessen, was der Gesetzgeber gemacht hat, also auf dem Boden des Rechts. Es ist gleichzeitig auch Ausführung dessen, was die Politik will und ins Recht gegossen hat. Es ist aktiv und nicht reaktiv wie die Gerichtsbarkeit. Es ist rechtsausführend und nicht rechtssetzend wie die Legislative. Es ist gestaltend und nicht kassierend oder normsetzend, sondern es bezieht sich auf Einzelfallregelungen, wo das, was der Gesetzgeber im Allgemeinen festgelegt hat,
die Verwaltung durch Einzelfallgestaltung festlegt. Ja, der Sozialgesetzgeber hat zum Beispiel gesagt, Bedürftige bekommen Leistungen für den Lebensunterhalt. Die Exekutive setzt das im Einzelfall um. Die Gemeinde hat bestimmte Baugebiete ausgewiesen im Bebauungsplan und es gibt jetzt Bauinteressenten und im Wege des Erlasses von Baugenehmigungen werden dann im Einzelfall Vorhaben geklärt. Der Gesetzgeber sagt, ihr dürft nicht gefährlich sein, ihr Menschen. Ja, sobald eine Gefahr da ist, kann die Verwaltung dagegen vorgehen. Das ist ihr Ermessen und das Ordnungsamt macht das dann in einem konkreten einzelnen Fall. Das ist die Funktion von Verwaltung im Gefüge der Staatsgewalt, der verschiedenen Staatsgewalten. Wir können dann noch überlegen, es gibt so einen klassischen Dualismus von Ordnungs- und Leistungsverwaltung. Das findet man in etlichen Büchern immer noch. Wenn wir überlegen, welche Erscheinungsformen hat Verwaltung, wie tritt sie auf, was sind so typische Tätigkeitsbereiche, dann denkt man sehr stark dualistisch ursprünglich und so war es ursprünglich, mehr oder weniger auch, dass man gesagt hat, es gibt die Eingriffsverwaltung, so ist der ursprüngliche Begriff, und dann die Leistungsverwaltung, das heißt die Eingriffsverwaltung, wo wir repressiv gegenüber dem Bürger handeln, das heißt Anordnungen, Gebote, Verbote erlassen, und die Leistungsverwaltung, wo wir beispielsweise Sozialleistungen gewähren. Ja, diese beiden Prototypen aus Eingriffs- oder Ordnungsverwaltung, Leistungsverwaltung besteht immer noch, gibt es in dem Sinne auch, und sie sind nach wie vor tragende Bereiche der Verwaltung. Es gibt darüber hinaus aber auch modernere Formen, wie zum Beispiel die Lenkungsverwaltung. Das wäre etwa die Bauleitplanung, wo man Rahmenbedingungen schafft, auch Angebote in einer gewissen Weise schafft und sagt, wer wohnen möchte, kann das in diesem Gemeindegebiet tun, wer Industrie ansiedeln möchte, kann das hier tun. Und da wird also das Verhalten der Bürger gelenkt, aber nicht direktiv festgelegt. Es wird nicht mit Verboten oder Geboten insbesondere gearbeitet. Es gibt die Beschaffungsverwaltung, wo die Behörden auf dem Markt auftreten und Güter und Dienstleistungen beschaffen beispielsweise. Da sind wir dann im Vergaberecht. Es gibt die Bewirtschaftungsverwaltung. Das ist immer da, wo knappe natürliche Ressourcen am Start sind, beispielsweise die Wasserwirtschaft oder auch die im Bereich der Telekommunikation, die Frequenzverwaltung. Da nimmt der Staat Zugriff auf knappe Ressourcen und bewirtschaftet sie. Das heißt, er sorgt dafür, dass sie in ausreichender Menge vorhanden sind und dass sie auch nach sachlichen Kriterien verteilt werden an die, die darauf Zugriff nehmen wollen. Das sind solche Typen, die man inzwischen kennt. Die Abgabenverwaltung oder ist auch eine Art von Beschaffung sozusagen, wo die Finanzmittel beschafft werden im Wege der Steuern. Das heißt, da sind wir dann in der Abgabenordnung, im Kommunalabgabengesetz, in den Steuergesetzen. Ja, das sind so typische Erscheinungsformen von Verwaltung, typische Bereiche von Verwaltung, die sich mit der Zeit herausgebildet haben und die alle ihren jeweils einschlägigen rechtlichen Regelungen unterliegen. Ja. Verwaltung in welchem Tätigkeitsgebiet, in welchem Sachgebiet, in welcher Erscheinungsform auch immer, ist immer an Recht und Gesetz gebunden, sodass die nächste Frage dann ist, was ist denn dann jetzt dieses Verwaltungsrecht?